Wir teilen das Ziel ausdrücklich. Die Frage ist nur, wenn du den Leuten sagst, im März, in 9 Monaten gilt aber keine neuen Gas- und Ölheizungen mehr. Keiner weiß genau, wie die soziale Abfederung aussieht. Bis heute kein einziger konkreter Vorschlag zu dieser Frage. Und alle anderen Alternativen stehen zwar im Gesetz, sind aber faktisch ja nicht möglich, weil du Stand heute jedenfalls 65% Erneuerbare bei deiner Gasheizung so noch nicht machen kannst. Und das ist halt die Frage, warum jetzt innerhalb von 9 Monaten alles auf einmal? Die Wärmepumpe hat 50% Strom aus Fossilen. Auch die Wärmepumpe ist Stand heute nicht klimaneutral. Und deswegen könnten wir doch auch Gas zum Beispiel einfach eine Perspektive geben. Es gibt die ersten Wasserstoffgeräte, da haben Sie die Photovoltaikanlage auf dem Dach, das können im Keller mit Ihrer eigenen Photovoltaikanlage jeden Tag Wasserstoff produzieren. Die kleinen Anlagen gibt es. Das habe ich vorhin. Das kosten noch relativ viel, aber wenn die mal in die Masse gehen, kosten sie weniger. Kann ich meine Gasheizung behalten und muss nicht auf die Wärmepumpe, weil Wärmepumpe heißt nicht nur das Gerät austauschen. Sie müssen eigentlich das Haus dämmen, Sie müssen weg von den alten Heizungen. Eigentlich bräuchten Sie idealerweise Fußbodenheizung. Und das macht es auf einmal 80, 90, 100.000 Euro teuer. Und deswegen ist unser Punkt an dieser Stelle nur, nicht so radikal, nicht so schnell und nicht nur auf eine Technologie setzen. Ziel 2035 teilen wir ab. Wir drücken Ziele, die sein müssen aufgrund, wir haben keine Zeit mehr, Klimaschutz, Klimawandel etc. Wir drücken die Ziele durch eine Flasche, durch einen engen Flaschenhals. Fachkräftemangel und überwiegend eine Technologie. Was dann passiert, ist, dass die Preise der Wärmepumpe durch die Decke schießen. Klar. Dann komme ich als Ministerin hin und sage, okay, dann gieße ich noch mehr Fördergeld darüber. Das heißt, ich versuche die ganze Zeit, das irgendwie aufzufangen. Am Ende des Tages haben wir pro eingesetztes Euro viel weniger Klimaschutz erreicht, als wenn ich mehrere Flaschen nebeneinander stelle und rein damit und dann bewege ich viel mehr Leute. Ich kriege eine andere Geschwindigkeit, aber das ist eine Geschwindigkeit durch die Breite. Es machen einfach viel mehr Leute und wir müssen auch noch wegkommen von nur Gebäude hin zu Quartier, damit man mehr und schneller saniert und mehr erneuerbare Energien und die Leute mitnimmt. Dieser Beschluss ist richtig, zudem stehen auch die Freien Demokraten, aber das Gesetz, das Gesetz kann trotzdem so nicht beschlossen werden, denn es sind noch viele Fragen offen. Es ist ja so, dass aufgrund des mangelnden Ausbaus der Fernwärmenetze die Lösung von Herrn Habeck auf eine massive Privilegierung der Wärmepumpen hinausläuft. Pellets ginge auch. Stimmt, aber wenn man sich die Realität, die Zahlen anschaut, dann stehen Hybrid, Wärmepumpen Hybrid würde auch sehr stark gehen. Im Hybrid geht Hybrid auch. Da haben wir das Problem, dass wir keinen Plan haben, wer die eigentlich alle in der Zeit einbauen soll. Also wie sind die Kapazitäten im Handwerk? Habe ich noch nicht verstanden. Das wussten Zweite Sie aber ist, vor einem Jahr eventuell auch schon. Ja, aber das Ziel ist ja richtig, 65%. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wir wissen alle, die Klimakrise kommt. Wir wissen alle, wir werden technologisch ganz viel machen müssen. Und wir wissen auch, bei der sozialen Frage haben wir noch nicht wirklich darüber diskutiert, wer soll das denn tragen? Und ich glaube, wenn die Ampel im Moment etwas verkehrt macht, dann ist, dass sie diese soziale Frage nicht wirklich diskutiert. Was da technisch geht, das haben wir von Frau Messari-Becker gehört. Da geht ganz viel und da müssen wir ganz viel machen. Wir müssen nur genauso intensiv darüber reden, wer trägt denn eigentlich die Lasten. Wir sind in China jetzt so weit, dass 25% der Fahrzeugflotte elektrisch ist. Wir haben einen Zustand, wo ein Unternehmen wie BYD, Buy Your Dreams, kennt ja kaum jemand aus Shenzhen, 150.000 Fahrzeuge verkauft. Im gleichen Zeitraum verkauft VW 9.500. Das heißt, wir sind dabei, dass im größten Markt für die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie, weil sie einen technologischen Rückstand hat, massiv Marktanteile verliert. Ich würde mir darüber Sorgen machen. Das Verrückte ist aber, beim Verbrennermotor sind wir 10 Jahre vorne. Die Frage ist doch, ob wir die Technologie, wo deutsche Ingenieure... Wir waren doch mal ganz vorne beim Faxe. Ja, dass der kommt, Herr Trittin, ob wir mit den Grünen die Faxe hier eingeführt hätten damals, weiß ich nicht, bei Ihrer Technologiekritik, die Sie immer haben. Aber unabhängig davon sind wir weltweit führend bei Verbrennertechnologie. Warum? Warum sich diese Option selbst abschneiden? Das heißt ja nicht, dass man die anderen Dinge nicht auch tut. Aber von vornherein sagen, da legen wir überhaupt keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten mehr hin. Keine Technologieoffenheit halte ich, für eine dumme Entscheidung. Ich habe darüber gesprochen, dass die Systementscheidung für batterieelektrische Fahrzeuge in China 10 Jahre früher gefallen ist und was für Konsequenzen das hat. Und wenn das auf diesem Markt diese Konsequenz hat, dann muss das für ein Land, in dem beispielsweise Daimler, Volkswagen und BMW 40% ihrer Rendite auf diesem Markt erzielen, ist das ein Problem. Und dieses Problem verschärft sich gerade.
Diese ganze E-Fuels-Debatte, synthetische Kraftstoffe, die wird immer als Glaubenskrieg geführt zwischen denjenigen, die nur E-Mobilität wollen und denjenigen, die angeblich, wie die FDP, so wird unterstellt, nur E-Fuels wollten. Das stimmt aber gar nicht. Der Ausbau der Elektromobilität in Deutschland ist ganz wichtig, ist ganz zentral in der Europäischen Union. E-Fuels sind eine Ergänzung, die wir ohnehin brauchen werden für Schiffe, für Flugzeuge und ganz wichtig, auch möglicherweise für die Bestandsflotte. Jetzt wollen wir bis 2030 noch einmal 40%. Das heißt, das, was ich in 30 Jahren erreicht habe, muss ich jetzt sogar nur noch in 7 Jahren. Und ich bitte Sie, geben Sie den Menschen einfach mehr Zeit und mehr Optionen, um da mitzugehen. Es sind 7 Jahre. Mein Problem sind nicht die 65%, überhaupt nicht. Mein Problem ist das Tempo. Das Tempo ab 2024. Und wir reden hier von Kosten, die, egal wer die trägt, Herr Trittin, ob Bürger das tragen, mit Förderung reduziert bekommen oder der Staat. Es wird am Ende sehr, sehr, sehr teuer und sehr, sehr hart. Es gibt keine Transformation ohne Verlierer. Dann geht es darum, diese Transformation so zu gestalten, dass die Menschen trotz Verlusten mitgenommen werden. Dazu gehört dann aber auch ein bestimmtes Maß an Aufrichtigkeit. Es ist nicht wahr, und die Unterstellung gegenüber Robert Habeck, deswegen habe ich, der Spruch war jetzt nicht klug, aber die Verbitterung von ihm ein Stück weit verstanden, dass in dem Vorentwurf für einen Gesetzentwurf drinne steht, ihr dürft eure Heizung, ihr müsst die Heizung rausreißen und neu einbauen. Da steht drin, wenn man eine Heizung erneuern muss, und dann gibt es Übergangsfristen, übrigens selbst bei einem Totalausfall von solchen Heizungen. Und wir halten fest an der Regelung, die eine andere Regierung eingeführt haben, dass Anlagen nach 30 Jahren erneuert werden müssen. Und für die, die es nicht leisten können, gibt es Übergangsregelungen und ähnliche Sachen. Dieses Suchen nach den besten Möglichkeiten und den verschiedenen Kombinationen, das ist eigentlich das, was doch so eine Ampel tun müsste. Und so erlebe ich sie im Moment nicht. Ich erlebe sie im Moment so, dass Herr Habeck, weil er die Klimaziele im Nacken hat und seine Partei nun auch von ihren Wählern mehr dran gemessen wird, leider als die anderen Parteien von ihren Wählern, verzweifelt versucht, der sieht, wir reißen die Klimaziele und er muss was machen. Und er wird aber weitgehend von den anderen im Regen stehen gelassen. Was wir jetzt aber machen, und das ist, glaube ich, der Grundfehler der Diskussion um die Energiewende. Wir haben eine stromfokussierte Energiewende. Da haben wir mit Photovoltaik und Strom im Moment 40%, teilweise 50% Anteil erneuerbarer Energien. Das kann man als Erfolg verbuchen. Was ich nicht als Erfolg verbuche, ist, dass im Wärmebereich gerade mal 16% Anteil erneuerbarer Energien. Und im Verkehrssektor sind wir gerade mal blank, das sind gerade mal 7%. Und mich nervt es, dass jetzt die Parteien immer nur sich gegenseitig die Schuld geben, wenn wir zurückblicken, 30 Jahre zurück, das erste oder ungefähr in der Zeit wurde das erneuerbare Energienvergütungsgesetz erlassen. Herr Trittin war beteiligt. Jetzt heute, genau. Und da war es einfach auch möglich, damals schon die Weichen zu stellen, um auch eine Wärmewende hinzubekommen. Wissen Sie, ich kann natürlich auch mit Strom heizen, aber ich kann nicht Gebäude, Industrie und Verkehr nur noch mit Strom versorgen. Wir haben im Moment, Stand heute, 250 Terawattstunde Strom ungefähr. Wir brauchen aber als Endenergiebedarf das Zehnfache. Auch wenn wir durch Effizienztechnologien runterkommen werden, es wird nicht reichen, für all diese Sektoren nur mit Strom zu agieren. Ob das E-Mobilität ist oder aber die Wärmepumpe. Wir haben im Moment einen Mix mit 50% fossil. Das heißt, wir schreiben vor 65% Anteil erneuerbarer Energie, halten es aber nicht ein.